Moira wollte zu diesem Turm gehen, als ich bei ihr war. Hör zu, Süße. Du musst mich dahin bringen. Schaffst du das? Moira. Nein, ich glaube es nicht. Sie ist auf keinen Fall. Ja, hallo liebe Freunde meines Kanals und willkommen hier zurück bei Resident Evil Revelations 2. Ja, wir sind jetzt in Kapitel 2 in der Kampagne von Barry. Zusammen mit der kleinen Natalia müssen wir jetzt ja zum Turm, wie auch schon zuvor, mit Claire und Moira. Und das Blöde ist ja, dass ich bei ihr immer erst mit dem Finger auf was zeigen muss. Das heißt, ich sehe wirklich erst, dass da was ist, wenn ich mit Natalia spiele. Hat Moira dich wahnsinnig gemacht? Nein, Moira war nett. Ein gutes Herz hat sie. Sie hat bestimmt ein bisschen von Polly in dir gesehen, ihre Schwester. Woher hast du den Armreif? Die Insel. Eine Frau hat dadurch gesprochen. Glaube ich. Bin mir nicht mehr sicher. Eine Frau? Die Aufseherin? Ich habe den Report über ihr kleines Experiment gelesen. So, müssen wir jetzt wieder durch diesen mega gruseligen Wald. Oh, die Beleuchtung ist hier wirklich sehr, sehr gelungen. Das sieht echt super geil aus. Was haben wir hier? Eine heruntergekommene Hütte. Ja, der ideale Ort, um ein bisschen Munition aufzusegeln, also aufzuheben, wollte ich sagen. Und dann bin ich zwischen aufzulesen und aufzuheben bei aufzusehen. Egal. Hier haben wir noch eine Notiz von Gabe. An alle Wohlgesinnten, die das hier finden, wir wurden gegen unseren Willen auf diese Insel verschleppt. Unsere Namen lauten Neil Fischer, Pedro Fernandes, Edward Thompson und Gabriel Chavez. Ich kenne die Koordinaten unserer Position nicht und ich weiß nicht, ob sonst noch jemand hier ist. In der Umgebung hält sich etwas auf. Ich kann nicht bestimmen, ob es menschlich oder tierisch ist. Ich höre wildes, aggressives Knurren. Mehrere potenzielle Feinde. Wir wurden mit diesen ungewöhnlichen Geräten am Handgelenk ausgestattet. Wir erhalten Übertragungen von einer unbekannten weiblichen Person, die uns anhält, zur Wozzeck zu gehen. Schreibweise unbekannt. Wenn Sie ein Wohlgesinnter sind, der diese Nachricht liest, treffen Sie uns bei der Wozzeck. Passen Sie auf und seien Sie wachsam. Gabe. Ja, eine Nachricht von Gabe. Aber Gabe, der lebt ja leider nicht mehr. Das haben wir am Ende der letzten Folge gesehen. Wenn ihr es nicht gesehen habt, dann holt es unbedingt noch nach. Ah, da. Doch gewusst. So, doch gewusst, da blinkt doch was. Nochmal Sturmgewehrmunition. Sofort mal übergeben. Und gleich mal das Sturmgewehr richtig vollladen. So, das nehmen wir jetzt erstmal hier. Oh, hier ist noch was. Oder, na, das war dann wahrscheinlich hier nur das Dokument, was wir nochmal lesen können. Wahrscheinlich ist das das Gebäude, was wir im Introfilm gesehen haben, zu Kapitel 2, wo die drei, also Pedro und so, langgerannt sind. Schau. Schau dich schlau. Ja, wohin denn? Wohin soll ich denn schauen? Hä? Ach da, eine Leiche. Edward Thompson. Er war bei TerraSafe. Ja, Ed Thompson, den hat's erwischt. Darum habe ich ihr gesagt, sie soll dich raushalten. Okay, das war jetzt nur das Atmen von Natalia. Wo sind wir jetzt hier? Drüben sind welche. Oh oh. Such dir Deckung. Ich erledige sie, bevor sie uns sehen.
Kann man sich jetzt hier so ranschleichen? So ein bisschen takedownen? Ah, geil, man kann die hier richtig takedown. Das ist natürlich ziemlich cool. Lecker, lecker. Da zergeht sein Freak-Körper auf dem Boden. Hat das Haus hier auch noch irgendwo einen Eingang? Meinetwegen auch einen für die kleine Natalia, die wir da irgendwie durchschicken können. Ah, hier hinten ist noch eine. Ein Saphir, 500 BP. Jetzt kommt hier noch so ein klein wenig Stealth-Action rein. So, ich schaue noch einmal hier auf die Seite, ob ich jetzt hier nicht noch irgendwas vergessen habe. Scheint aber nicht so. In diesem Sinne stehen wir mal lieber auf und gehen weiter. Dürften wir langsam in das kleine Fischerdörfchen kommen. Da unten liegt was. Ah, ist ein Stein für Natalia. Ah ja, und einmal grünes Kraut noch. Sehr praktisch. Ah, verdammt, da sind ja gleich noch mehr von den Dingern. So. Wie machen wir das jetzt hier so am dümmsten? Wir sollten auf jeden Fall warten, bis der eine da... Ich weiß. Okay, der eine geht da hinters Haus. Dann können wir den jetzt hier bestimmt ganz schnell takedownen. Noch der andere. Die Frage ist nur, wie der sich jetzt bewegt. Okay, der läuft ums Haus rum. Das bedeutet, dass ich jetzt mich ganz schnell um das Haus laufe, denn dann kann ich den Alten dann nämlich bestimmt genau schön von hinten erwischen. Sehr gut. Vor allem spart es auch ordentlich Munition, denn die Typen sind ja richtig, richtig ätzend. Aber ich glaube, hier können wir ansonsten auch nicht mehr machen. Ich bleibe am besten gleich in der Hocke. Ah doch, hier ist noch eine. Hey, ein Rubin. Ich brauche einen Schlüssel. Der Hintertor-Schlüssel. Ja, wo finden wir den hier? Höchstwahrscheinlich im Haus drin. Das heißt, hier muss es einen Eingang für die kleine Moira irgendwo geben. Moira, jetzt ist es mir doch passiert. Natalia natürlich. Mal das Ding da oben runterschießen. Ein Turmemblem haben wir freigeschaltet. Das erste. Und hier gibt es jetzt halt noch irgendwo. Ich glaube, von hier kommen wir. Oder kann sie vielleicht da vorne durch das Tor irgendwie durch? Ist da manchmal ein Riss im Zaun? Nee. Ja,
woher nehmen wir jetzt diesen komischen Schlüssel? Ich würde ja vermuten, hier irgendwo im Haus. Ah, hier. Hier führt noch ein Pfad nach oben. Hier wimmelt es von denen. Sei vorsichtig. Dann sollten wir gleich nochmal hier in die... Ah, da ist der Schlüssel. Und der dreht sich jetzt zu uns um. Eine Zweitwaffe. Die Rauchwolke beschränkt die Sichtweite der Gegner, sodass sie weglaufen oder die Gegner mit einem Schleichangriff angreifen können. Auch Natalia kann Rauchflaschen verwenden. Uns das jetzt dazu anhalten, hier so eine Rauchflasche zu verwenden. Der grinst uns da natürlich genau an. So. Jetzt hoffe ich mal, dass das der... Na, oh Gott. Ah ne, der steht uns nicht mit dem Rücken zu. Ja, ich muss die beiden halt sehr gut ausmanövrieren. So, das ist jetzt meine Chance. Nein, scheiße! So, den ersten haben wir. Um ganz ehrlich zu sein, ich weiß nicht, wo bei den Dingern hier hinten und vorne ist. Aber ich glaube... Da ist noch... Da vorne ist noch einer hinter dieser Wand. Den müssen wir auch noch ausschalten. Schön hinter ihm bleiben. Und jetzt Takedown. So, ist hier noch einer? Natalia, was sagst du? Du sagst, hier ist ansonsten frei. Okay, Glück gehabt. Aber es bleibt ganz schön gefährlich hier. Ah, cool, Pistolenmunition. Ist das hier ein Käfig? Naja, hier kommt bestimmt noch gleich so ein kleines Physikrätsel. Aber erstmal schauen wir uns hier noch um, was wir hier noch an schönen, nützlichen Dingen mitnehmen können für uns. Gibt's doch bestimmt noch... Ah, da hier, guckt mal da. Deine Hilfe. Für kleine Hände. So. Nee, ist es nicht. Auch nicht. Ah, das sieht gut aus. Ah, das war noch nicht ganz so. Okay. Nummer Uno hat gestimmt.
Und der zweite auch. Sehr gut. Ein Pistole-Munitionshalter. Na, das ist ja ganz praktisch. Gut, ansonsten denke ich mal. Ah ja, da müssen wir dann diese Kiste da, diese Metallkiste nehmen. Barry, der Metallkiste. Ah, da ist noch eine. Da ist noch ein Holzfässchen. Ein gutes Fässchen. Das lassen wir da auch nicht stehen. Das schnappen wir uns noch. Ah ja, Sturmgewehrmunition. So. Und dann denke ich sowieso, dass Natalia ins Haus rein muss. Ach nee, Barry kann auch. Da ist nochmal eine kleine Kiste für sie. Eine Schnipper haben wir hier. Und den Schlüssel. So, erstmal machen wir mal die Kiste auf. Wieder mal doppelt gesichert. Ach, Mist. Dabei hat es noch wirklich bis zum Ende wie vibriert hier in meinem Gamepad. Eine Teilebox. Yeah, mit Zielfernrohr. Damit kommen wir weiter. Damit kommen wir weiter, sagt der Barry. Kann man jetzt hier auch einfach runterspringen? Ich meine, ja. Ich habe jetzt gar nicht nachgesehen, aber es ist zu 100% der Schlüssel für dieses kleine Tor hier. Und damit, ja, betreten Hast wir... Hast du da Moira getroffen? Da drüben? Ja, bei dem großen Turm. Gehen Sie durch das Dorf. Wir hier. Magnum-Munition. Oh ja. Jetzt überlege ich nur gerade. Sollte ich die Kleine nochmal schnell gucken lassen? Im ersten Teil hat man ja dafür diesen Scanner gehabt. Aber der war ziemlich umständlich. Oh. Okay. Ah, jetzt müssen wir hier durch. Ah ja, so wird da ein Schuh draus.